Fragen, Dialog, Block 2. Erstens ethische Grundfragen, Nummer 4, die Krise. Für unsere Dialoge haben wir uns drei Themenblöcke herausgegriffen, die wir über die Darstellung einzelner Aspekte versuchen zu fassen und verständlich zu machen. Im ersten Teil sind wir den wichtigen Merkmalen philosophischen Denkens nachgegangen. Heute beginnen wir mit der Betrachtung ethischer Grundfragen und dem Begriff der Krise. Würden wir anders darüber sprechen, wenn wir nicht unter der Last der Corona-Krise leben müssten oder sie vielleicht schon überwunden hätten? Da bin ich nicht mal ganz sicher. Also Krise ist ein vielbeschworener Begriff der Gegenwart, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir ein bisschen zurückdenken, dann war er das eigentlich schon ziemlich lange. Wir sind ja, wenn man die jungen Menschen beschreiben wollte, würde man fast sagen, es ist eine Generation Krise, die da herangewachsen ist. Also wir können uns alle noch daran erinnern, dass es gar nicht so lange her ist, dass wir eine Finanzkrise hatten. Und manche von uns erinnern sich auch noch an 9/11, also das Aufkommen von Terrorismus und Terrorismuskrise, was die ganze Weltpolitikfrage geändert hat. Diejenigen von uns, die etwas spezieller im Bildungsbereich unterwegs sind, erinnern sich noch an den berühmten PISA-Schock und die ganze Reformation der Schulen, die dann irgendwie danach gekommen ist, das Umsortieren auch der Hochschulen in der Bologna-Reform. Also kurz, wir sind eigentlich ständig darin und wir haben eine durchgehende Krise, die uns über diese ganzen Jahrzehnte ja schon begleitet hat. Das ist die ökologische Krise. Und an der vielleicht kann man etwas beobachten, nämlich genau das, dass die Krisen in dem Sinne immer schärfer und immer härter werden. Also sie drängen sich immer mehr so auf, dass wir nicht mehr dran vorbeigucken können. Und wir können auch nicht mehr sagen, es ist eine Nischenkrise, die nur in der Bildung stattfindet oder dergleichen. Und das ist vielleicht ein Punkt, der jetzt nicht gerade Corona-Pandemie auszeichnet, aber der die Gegenwart auszeichnet, nämlich dass wir eine Krisensituation haben, die nicht nur global ist im Sinne von erdumspannend, sondern auch global in der Breite. Und dazu gehört jetzt natürlich etwas, und das ist ein relativ wieder einfacher Punkt, aber man muss ihn sich auch hier wieder einmal klar machen. Wenn wir in der Krise sind, dann ist Krise ja nicht einfach nur, ich habe da ein Problem und ich weiß keine Antwort. Das ist eigentlich ein relativ normaler Zustand im Leben, wenn man ehrlich ist mit sich. Also Problem hat man irgendwie ständig. Und die Antworten sind auch irgendwie nicht alle immer da. Damit können wir aber in gewisser Weise umgehen. Der eigentliche Krisenmoment setzt doch an der Stelle ein, wo wir die Fähigkeiten verlieren, einen offenen Prozess, dessen Ausgang wir noch nicht ganz genau wissen, souverän miteinander gestalten zu können. Also der Verlust der Fähigkeit, sich in offene Prozesse zu geben, weil wir verloren sind in diesen Prozessen. Das ist, glaube ich, eher das dicke Problem. Und was hilft uns dann in solchen Situationen? Was bringt uns weiter? Also die erste Antwort ist, was uns nicht hilft, das ist jetzt klar. Also eine feste Antwort hilft uns nicht. Und es ist, glaube ich, nicht unnütz, das nochmal zu sagen. Denn auch das ist völlig klar. Also wo wir richtig anfangen zu schwimmen und wo alles unklar wird, da greift man entweder nach einem Strohhalm oder nach einem festen Anker. Das sind so die Bilder, die man irgendwie dafür hat. Und am liebsten ist uns natürlich erstmal, wir haben irgendwo richtig einen festen Anker, eine Basis, die steht und dergleichen. Dabei ist die Gefahr allerdings wahnsinnig hoch, dass wir uns täuschen. Also etwas für einen festen Anker halten, der keiner ist. Und uns das so ein bisschen, wie man modern sagt, schönreden. Also was es eigentlich erstmal braucht in so einer Situation, ist die Fähigkeit, in der Situation stehen zu können, sich immer neu ausrichten zu können, weiterzulernen, Komplexität zu überschauen, nicht drin zu ersaufen und eine Geistesgegenwart zu gewinnen, die mindestens Schritt um Schritt erstmal gehen kann,
in einem noch offenen, noch fließenden Raum. Es ist jetzt ja zumindest noch nicht klar, wo das am Ende hingeht. Also diese, es ist die Grundfähigkeit, die man eigentlich immer als Kind auch hat, wenn man auf ein Abenteuer losgeht. Ja, man muss ins Wagnis gehen können. Und wo man mit einem Wagnis noch sicher umgehen kann, da ist es irgendwie gut. Und diese Fähigkeit, ein komplexes Wagnis konfrontieren zu können, das ist vielleicht die Grundfähigkeit, die es braucht. Wenn man jetzt mal philosophisch drauf guckt, so in einem mehr fachlichen Sinne, dann würde man sagen, Krisis, das ist ein alter Begriff. Das ist ein griechisches Wort, kommt von einem Verb, einem griechischen Verb, krinein. Und das heißt zunächst mal nichts anderes als unterscheiden und urteilen. Und genau so eine Unterscheidungs- und Urteilsfähigkeit, das ist ja die, die ich in diesen offenen Situationen brauche. Ich muss jetzt Spreu vom Weizen trennen können, ich muss wissen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ist es ein Prozess, der weiterzuführen ist, den ich weglassen kann? Ist, wenn da hinten am Horizont was aufscheint, ist es ein Gewittersturm oder bleibt das eine Wolke? All diese Einschätzungen, die müssen irgendwie gehen. Das heißt, ich brauche eine ganz solide Fähigkeit in Urteilsbildung. Das ist vielleicht sehr altmodisch und konservativ, aber Krisenmanagement in diesem Anführungsstrichen-Sinne ist im Wesentlichen die Fähigkeit, saubere, klare, vernünftige Urteile fällen zu können. Und das ist eben, sagen wir mal, als Ursprung des Krisisbegriffes etwas, was wir seit der griechischen Antike so haben. Und Aristoteles hat da relativ viel über so einen Krisisbegriff schon nachgedacht. War Aristoteles selbst ein Krisenmanager? Oh ja, das war er auf seine Weise auch. Aristoteles war der Lehrer, Erzieher von Alexander dem Großen. Alexander der Große, den kennen wir vielleicht noch aus der Geschichte mit den großen Alexanderzügen, der also von Griechenland nach Kleinasien unendlich viel Krieg geführt und erobert hat. Wir haben immer noch den Spruch gelernt, 333 bei Isoskeilerei als Schüler. Also dann weiß man, wir sind ungefähr 330 vor Christus in der Zeit. Und das Interessante ist, dass ja durch solche Kriege unendliche Verwüstung, unendliches Leid und Probleme entstehen. Und das sind natürlich Krisen erster Güte. Und dabei hat der Alexander von seinem Lehrer Aristoteles aber etwas gelernt. Und ich kenne wenig Eroberer und Kriegsherren, die das ihm gleich gemacht haben. Man kann das sehr, sehr gut jetzt auch mal vergleichend auf die Gegenwart übertragen. Wo auch immer der Alexander hingekommen ist, hat er die Kultur, die er angetroffen hat, geschützt und gefördert. Es gibt, glaube ich, keinen, der so viel erobert hat, um im eroberten Gebiet Bibliotheken und Universitäten anzulegen, für und aus der Kultur, die da gewesen sind. Also nicht, um etwas draufzufropfen, sondern wirklich, um die Kultur, die da ist, zu heben, zu fördern, zu begeistern. Und das, finde ich, ist immerhin eine ziemlich ordentliche Sorte von Krisenmanagement. Ja, das kann man so sagen. Gibt es denn, ich nenne es mal Schlüsselqualifikationen, die mir durch eine Krise helfen? An einer waren wir ja jetzt schon, also das ist wirklich Urteilsbildung. Und zu Urteilsbildung gehört natürlich noch eine zweite dazu, das ist Wahrnehmungsfähigkeit. Es ist ja überhaupt gar nicht so leicht in Krisen wirklich wahrzunehmen, was ist. Da ist vielleicht die Corona-Krise ein gutes Beispiel. Ja, also was diskutieren wir nach links und nach rechts darüber, was wir an Verschwörungstheorien haben oder an zu harschen Maßnahmen oder was auch immer an der Stelle. Und dann ist immer die Frage, was habe ich da wahrgenommen? Ja, und guckt man einfach mal und fragt die Ärzte, wie ist denn das mit so einem Virus? Ja, dann ist es eine schwierige Geschichte. Das ist medizinisch auch alles nicht so klar, was da ist. Ja, und das eben jetzt genau hinzugucken und nicht zu schnell nach links und nicht zu schnell nach rechts zu fallen und das auch wirklich zu üben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Wahrnehmungsfähigkeit einer Situation ist ja nicht die Wahrnehmungsfähigkeit eines Faktum. Also wenn wir hier gemeinsam am Tisch sitzen und ich nehme das Mikrofon wahr, was vor mir steht, das ist jetzt nicht sehr komplex zunächst mal. Dann habe ich dieses Mikrofon. Will ich aber die Gesamtsituation erfassen, in der wir hier sitzen, dann wird es doch schon wieder viel schwieriger. Dann muss ich verstehen, wie sitzt hier mein Gegenüber, was ist mit diesem Mikrofon, kommt jetzt gleich von draußen doch irgendwie wieder ein großer Laster, der uns Schwierigkeiten macht. Ja, dann merkt man sofort, aha, jetzt muss ich ganz viele Fakten erfassen und ich muss sie aufeinander beziehen und ich muss sie gewichten, um klarzukriegen, was ist wichtig für diese momentane Situation, um mit ihr umzugehen. Und das erfordert eben auch eine gewisse, zum Beispiel, Fantasieleistung. Wirklich eine produktive, kreative Fantasie. Ich muss mir ja klar machen, dass der Laster, den ich jetzt von da hinten gerade kommen höre, dass der, wenn der hier vorbeifährt, eine Lautstärke erreichen wird, die diesen Podcast unterbrechen wird. Wenn ich mir das nicht klar mache, dann rassel ich da halt hinein. Also das gehört eben auch dazu. Das heißt, zu Urteilsbildung gehört Wahrnehmungsfähigkeit, gehört Fantasie, gehört ein sehr differenziertes Begriffsinstrumentarium, das sich unterscheiden kann, was liegt mir da eigentlich vor. Und vor allen Dingen auch noch etwas, und das ist vielleicht auch eine sehr altmodische Tugend, es gehört Mut dazu. Ich muss mich trauen, hinzuschauen. Ich muss mich trauen, zu urteilen. Und ich muss mich auch noch trauen, aus meiner Erkenntnis heraus zu handeln und nicht zu sagen, ich mache mal lieber gar nichts. Und dann muss ich mich auch noch trauen, dafür jetzt einen Maßstab zu finden. Wir sehen das ja in der aktuellen Krise, dass die Schablonen sozusagen sehr eng sind im Denken der Menschen. Wie kommen wir da raus? Ja, das ist vielleicht wirklich eine der ganz schwierigen und auch entscheidenden Fragen. Also wenn wir nach Urteilsfähigkeit uns ausrichten an der Stelle, dann ist jedenfalls klar, dass wir mit einem Lagerdenken, einem Schwarz-Weiß-Denken, einem Schablonendenken und dergleichen, dass wir damit nicht weiterkommen. Und ich will jetzt irgendwie gar nicht in eine vom überlegener Warte aus sich vollziehende Kritik an die gesamte Diskussion gehen, sondern viel lieber einfach nochmal ins Detail gehen, denn auch diese Pandemiekrise ist ja etwas, was uns zunächst mal immer auf irgendeine Weise selbst trifft in unserem alltäglichen Leben. Den einen mehr, den anderen weniger. Und da kann man sich dann zum Beispiel ja einfach fragen, gut, es ist jedenfalls ja eine klare Angelegenheit, eine sinnvolle Sache, dass wir beispielsweise einen gewissen Sicherheitsabstand bewahren. Und jetzt kann man sich fragen, was heißt das eigentlich, so einen Sicherheitsabstand bewahren? Also wo findet dieser Abstand eigentlich statt? Und es heißt ja doch erstmal einfach nur, dass wir, wenn wir in einer Schlange stehen oder wo auch immer im öffentlichen Leben uns bewegen, dass es eine Differenz gibt von 1,50 Meter, 2 Metern zwischen Körpern, um das mal so hart zu sagen an der Stelle. Damit ist aber zum Beispiel gar nichts gesagt darüber, wie ist denn der Abstand zwischen Seelen, zwischen Ichen in einer Ich-Du-Begegnung oder dergleichen. Aber mit der körperlichen Distanz verbunden, stellt sich natürlich ein bestimmtes Gefühl ein, wenn wir uns so jetzt begegnen. Also, dass Leute nicht mehr unmittelbar auf mich zukommen, dass es einen Abstand gibt, das hat natürlich eine seelische Rückwirkung. Und natürlich erlebe ich mich in mancher Hinsicht einfach als auch seelisch etwas distanzierter. Und jetzt kommt es darauf an, zum Beispiel, wie wir mit so etwas umgehen und wie wir Möglichkeiten und Wege finden, dass wir das wie auffangen und uns jetzt in einer seelischen Unmittelbarkeit ohne 2 Meter Sicherheitsabstand begegnen können.
Das ist zum Beispiel im ganzen Umgang mit den älteren Menschen in sogenannten Seniorenheimen oder dergleichen, ist es ja eine Frage. Und dann braucht es offensichtlich gewisse Beschränkungen, wo man nicht einfach sagen kann, wir kommen jeden Tag und ständig und sitzen dir direkt immer im Hause. Und jetzt die Kreativität aufzubringen, wie kann ich trotzdem mit einem Menschen in einer seelischen Nähe bleiben, bei einer notwendigen körperlichen Distanz. Daran kann man eben auch sehr, sehr viel lernen, weil wir jetzt einfach mal überlegen können, wie wir das eigentlich machen, in seelische Nähe zu gehen. Und ob seelische Nähe immer körperliche Nähe oder Anwesenheit oder so etwas braucht. Ist es erlebbar, wenn ich an jemanden denke, zum Beispiel? Ist es erlebbar, wenn ich mich mit jemandem beschäftige, identifiziere, ihn innerlich begleite? Das sind vielleicht jetzt ungewohnte Fragen, weil wir sowas in unserer Kultur nicht so viel behandelt haben. Aber man merkt, wie ein ganz neues Feld gleichsam auch wieder aufgehen kann, wo wir wieder Fähigkeiten entwickeln können, die uns vielleicht erstmal noch fremd waren. Und das finde ich einen wichtigen Baustein, also auch hier eine klare Urteilsfähigkeit mit einer präzisen begrifflichen Unterscheidung und dann die Frage, was erfordert das für uns an positiven Fähigkeiten. Also so denke ich, kann man mit diesem Krisenbegriff, wie jetzt hier in diesem Podcast besprochen, auch konstruktiv an einem Beispiel einfach mal mit der gegenwärtigen Krise umgehen. Aber man muss das natürlich nicht. Und da kommen jetzt halt eben dann wieder andere Dinge ins Spiel. Es ist meine Sache, das so zu entscheiden. Und davon hängt eben jetzt auch eine ganze Menge ab. Dieser Austausch über die gerade aktuelle Krise führt uns auch zu einem Begriff, der an Bedeutung gewinnt, nämlich der Freiheit. Mit diesem Thema wenden wir uns in unserem nächsten Podcast zu. Für den Moment vielen Dank, Harald Schwetzer.